Ja, Assalamu alaikum. Hier ist Pia Vogel am Apparat. Ja, Wir haben Ihre Nummer bekommen, deine Nummer bekommen. ja. Hattest wohl Fragen zum Islam gehabt oder wie war das genau? Ich wollte ihn annehmen. Du wolltest nicht, ja, das ist noch besser. Also kein, also ja, das ist das Beste. Also keine Frage mehr. Du bist bereit dafür, ja? Ja, natürlich. Ja, Schon perfekt. länger, aber ich habe ein bisschen gezögert. Ja, super. Ja, das ist meistens so, weil da kommt dann immer der Satan und sagt, hey, warte noch ein bisschen. Also bei mir war es jedenfalls so gewesen, vielleicht, und vielleicht schaffst du das nicht alles und was werden die Leute alle sagen und so weiter. Also du bist auf jeden Fall bereit, ja? Ja, auf jeden Gut, Fall. dann will ich nicht mehr lang, dann rede ich nicht mehr lange um heißen Brei. Du hast dir wahrscheinlich auch Videos von uns angeguckt und du weißt auch schon, wie das geht mit dem Glaubensbekenntnis, oder? Ja, mit dem Sprechen, das funktioniert nicht so. Helfe ich dir nochmal, ja? Also wenn man Ja. sagt, Eschhedu en la ilaha illallah, bedeutet, dass ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer dem einen wahren Gott, auf Arabisch Allah. Er ist derjenige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Er ist über unsere Vorstellungskraft, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Ja? Also da bist du mit einverstanden, ja? Das glaubst du, ja? Ja, auf jeden Okay, Fall. dann das Zweite ist, ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist, der Gesandte des allmächtigen Gottes, der Gesandte Allahs. Damit bezeugt man auch gleichzeitig schon, dass man an das glaubt, womit er gekommen ist und dass der Islam der einzig wahre Weg ist. Du glaubst daran, ja? Ja, das tue ich. Okay, gut. Dann sag das jetzt mit der Absicht, von deinem Herzen den Islam anzunehmen, okay? Okay. Okay, ich sage das langsam vor, Wort für Wort. Und du sprichst das danach mit der Absicht, den Islam anzunehmen, ja? Okay, Wir mache machen das ich. nur auf Arabisch, weil ich habe dir ja gerade schon erklärt, was es bedeutet, ne? Okay. Ja. Also, Eschhedu Shadow. en N. la ilaha illallah Illallah. wa Wa. eschhedu Eschhedu. أن Ende. محمدا Mohammed. Wandel. محمدا Mohammed. رسول الله Allah. Alhamdulillah, jetzt hast du Islam angenommen, Alhamdulillah. Oh Gott. Ja, wir sind hier jetzt nur zu zweit. Der Bruder hat gerade gesagt, Allahu Akbar. Alhamdulillah, super. Hör mal, was wir von dir wollen ist, ne? Vielleicht kannst du uns eine E-Mail schicken, ja? Und dann schicken wir dir auch so ein Zertifikat, so als Zeugnis, dass du Islam angenommen hast. Das brauchst du natürlich nicht unbedingt, aber das ist auch gut, wenn man das mal irgendwo vorlegen muss oder sowas, ja? Und für uns ist es auch immer schön zu wissen, wer den Islam angenommen hat, ja? Dann die zweite Sache ist, guck mal, das ist ja jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Du musst dir vorstellen, dadurch, dass du jetzt den Islam angenommen hast, das heißt, du hast jetzt sozusagen zu Gott indirekt gesagt, jetzt will ich noch mal neu anfangen. Ich habe Ja. eingesehen, was ich bisher gemacht habe, da waren Fehler bei und ich will jetzt einen neuen Anfang machen und Gott gibt einem auch die Chance, einen neuen Anfang zu machen. Das heißt, wirklich mit diesem Schritt, den man macht, vergibt Gott einem alle Sünden, außer die Sünden, die man anderen Leuten gegenüber hat, zum Beispiel Schulden und solche Sachen, das muss man mit denen klären. Aber trotz alledem, Alhamdulillah, das ist jetzt erstmal ein neuer Anfang. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du jetzt auch versuchst, so gut wie möglich die Religion zu lernen. Wo wohnst du denn, wenn ich fragen darf? Frankfurt. Ach, in Frankfurt, das ist ja super. In Frankfurt, da sind ja so viele, da ist ja richtig, ja, da können wir dir sicherlich auch Adressen zuschicken dann über E-Mail. Schick uns bitte deine E-Mail nochmal, ja, mit den Ja. Daten und schicken wir dir vielleicht ein paar Adressen, wo du auch zu Unterrichten gehen kannst. Du hast bestimmt auch muslimische Freundinnen und Freunde, ne? Die Bekannte. Es geht. Also ich bin momentan dabei zu suchen. Ach Also so, ja bin gut. wichtig. Ja, okay, das ist ja auch gar kein Problem. Und dann, wie gesagt, das ist ganz wichtig und dann, dass man so versucht, so schnell wie möglich das Gebet zu lernen, ja? Natürlich jetzt am Anfang wirst du das erstmal nicht 100% können, aber versuch dann so zu beten, wie du kannst zu Gott. Wir haben auf dem Internet bei uns piavogel.de
haben wir Videos über das Gebet, dass du das mal anguckst und dass du dann schon mal anfängst, das so gut wie möglich zu machen. Ich kann das natürlich von hier schwer erklären, also alles auf den Videos erklärt, weil das ist der erste Schritt. Und deswegen soll man dann auch, wenn man den Islam angenommen hat, das ist also erwünscht, das ist nicht unbedingt, also das heißt nicht, dass man kein Muslim ist, sondern dass man das jetzt nicht macht, oder keine Muslimin, soll man dann nochmal eine Ganzkörperdusche, also sich duschen. Das heißt, mit der Absicht sozusagen alle Unreinheiten von sich abzuwaschen, um auch mit dem Gebet und so weiter anzufangen, ja? Das kannst du ja dann heute, das kannst du ja dann heute noch machen, inshallah, ne? Wenn es geht. Ja. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Gibt es irgendwelche Fragen oder so? Ich meine, es gibt schon viele Fragen, aber ich bin gerade ein bisschen so, ja. Ja, ja. Aber Alhamdulillah, wir freuen uns darüber. Guck mal, was ich dir sagen wollte ist, falls du irgendwelche Fragen hast, ja, bitte ruf hier bei uns an oder schick eine E-Mail. Das würde ich anrufen sollen. Weil das ist ganz wichtig. Der Satan kommt doch jetzt und sagt, ja, guck mal, alles schwer. Und dann kommen irgendwelche Leute und erzählen dir vielleicht irgendwas anderes. Und da braucht man auch schon mal jemanden, mit dem man sich aussprechen kann über Probleme. Und der Ibrahim Thomas, der ist immer hier, der macht ja hier die Seite mit. Ich bin ja meistens in Ägypten. Und dann, weißt du, wenn es irgendwelche Fragen gibt, sag uns einfach Bescheid. Und wir schicken dir dann auch, inshallah, eine Adresse von einer guten Moschee, wo man hingehen kann und, wie bitte? Von einer Schwester. Inshallah. Warte mal kurz einen Moment. Was? Da gibt's doch eine Schwester, ne, in Frankfurt. Ja klar, super. Ja, wir haben da eine Schwester und Bruder, also das ist ein Ehepaar und ich denke, das ist eine türkische Schwester, ich denke, das ist genau die richtige, also um dir auch am Anfang da richtig zu helfen. Ne? Und da schicken wir dir die Adresse von der und Telefonnummer und so weiter. Oder wenn du willst, können wir auch der deine Telefonnummer schicken. Wenn du willst. Ne? Ja, auch, weil ich bin so unter der Woche meistens ziemlich eingeschränkt. Ich hole es hier beruflich. Es kann sein, dass ich dann das nicht mit Absicht, aber dann mal vergesse. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, Carmelo, guck mal, ich sag dir nur, das ist so, weißt du, wir machen uns immer unsere Schäfchen, sage ich jetzt mal. Machen wir uns immer Sorgen. Ja klar, das ist jetzt der erste Schritt. Aber jetzt kann sein, dass, wie gesagt, der Satan kommt und sagt, ja, guck mal, schwer, hin und her. Wir wollen ja, dass es weitergeht. Wir wollen ja, dass du die beste Muslimin, inshallah, oder in Deutschland wirst. Verstehst du? Natürlich ist am Anfang nicht alles so einfach, aber Alhamdulillah, das ist jetzt schon mal der perfekte Schritt gewesen, Alhamdulillah. Wie ist das denn bei dir gekommen, dass du also den Islam, also dass du dich für den Islam interessiert hast? Ganz ehrlich, das hat schon sehr lange angefangen, dass ich mich dafür interessiert habe. Das war durch so einen Junge. Wir hatten stundenlang mal telefoniert und ja, und auf einmal, ich habe so die ganze Zeit so Gänsehaut gehabt und auf einmal totale Angst, wo da hat er die Details über den Koran halt mir erzählt und so und ja, und dann irgendwann, ich habe halt da so rocken, habe ich gesagt, so, nee, die Bibel, die ist gar nichts. Also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen und generell so auf ein paar hundert, ich war nicht so mein Ding, ich wollte ja so mit dem Koran mich beschäftigen und ich habe dann ja monatelang immer so gezögert, ja, halt in der Angst, weil ich weiß, dass es ja die Wahrheit ist und dass es die richtige Religion ist. Und also du hast den Koran gelesen, ja? Etwas, ja. Habe etwas angefangen. Also nicht komplett. Nach, also, nach einer Zeit habe ich dann halt nicht mehr gelesen. Ja, dann war wieder halt diese Phase, dann beschäftigt man sich lieber mit den Dingen, die halt verboten waren. Und wie bist du auf unsere Internetseite gekommen, dass du dich jetzt da angerufen hast? Wie kam das? Ich bin seit längerem so auf der Seite und verfolge alles. Also du guckst immer unsere Seite, ja? Seit ja, und ich habe generell schon immer so Vorträge von dir angeschaut. Ach so. Und das war halt sehr interessant. Und ja, und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen da gehockt und habe gemeint, das Leben, wo ich jetzt habe, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich brauche jetzt neu anfangen und Alhamdulillah, super. Super, Lambda. Woher hast du, weil du hast gesagt, du warst schon länger auf der Seite und hast dir schon öfter Videos angeguckt, von wo hast du eigentlich von mir gehört? Also
Hat dir ein Freund gesagt, guck mal, geh mal auf die Seite oder aus den Medien? Über YouTube. Ach so, über YouTube, ach so. Gut, alles klar. Ja, also ich habe schon länger Vorträge schon angeschaut und irgendwann wurde es immer mehr und mehr, weil das so interessant für mich wurde. Und dann kam ich gar nicht mehr weg davon, weil irgendwann habe ich geguckt, ist so im Internet und dann ja, stand da Pierre Vogel und dann habe ich halt überlegt, soll ich es machen oder muss ich doch mitmachen und also, habe ich doch gemacht. Also. Wieso hast du gedacht, soll ich es machen oder doch nicht machen? Hast du von Medien vieles gehört oder wie? Oder? Weil es wird ja viel verbreitet und ich sage immer, das ist nur. Ich sage immer, das ist nur kostenlose Werbung, weil die Leute werden eher neugierig gemacht, sich das dann einfach mal reinzuziehen. Und dann am Ende sagen die, hey, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, weißt du? Naja. Alhamdulillah, inshallah, inshallah wirst du auch viel lernen und wir können dir auch ein paar Bücher und ein paar Broschüren schicken, da kannst du weiter. Kann ich fragen, was du du studierst oder wie habe ich das eben verstanden? Ich mache zurzeit meinen Realabschluss nach und will vielleicht Fachabitur machen, aber ich bin mal überlegen, weil ich bin halt immer erstmal am gucken, ob ich es überhaupt hacke und dann kann ich weiterplanen. Das mache ich immer so Schritt für Schritt. Inshallah. Und im Verkauf arbeiten. Inshallah. Gib Gas, inshallah. Und möge Allah dir in allen Situationen helfen. Und versuch heute schon zu beten, so wie du kannst, auf die beste Art und Weise. Und wir schicken dir inshallah gleich noch die Nummer von der Schwester inshallah aus Frankfurt, okay? Da kannst mit der ein bisschen quatschen, inshallah. Ja, wenn du Lust hast. Okay, dann wünsche ich dir was. Und falls es irgendwas gibt, dann ruf uns einfach an, okay? Das mache ich. Okay, inshallah. Ich wünsche dir was, ne? Mach's gut. Und dann verabschiede ich mich mit Salam alaikum. So verabschieden wir uns immer. Salam alaikum. Okay, bis dann. Salam alaikum.